Froschiges Hallo draußen, willkommen zu einem Video auf Endfight.net. Es sind neue Crates erschienen, unter anderem ein neuer Supply Drop und die möchte ich heute euch gerne zeigen. Jedoch gibt es ein Gerücht, was aktuell rund geht. Endfight Reset? Ja, nein, ich tendiere zu ja und das aber auch sehr bald. Nämlich ist eine Crate erschienen, die darauf hindeutet, dass bald das Ende nah sein wird. Ich denke mal, den Präfix und die Crate kennt ihr vielleicht noch von früher, wenn ihr Endfight OG seid oder halt länger schon drauf spielt. Nämlich The End is Near Crate ist da. Unter anderem wurde die Mine etwas geupdatet und man kann jetzt auch einen Spawner Coinflip machen. Das werden wir auf jeden Fall heute mal auf jeden Fall austesten. Aber das hat natürlich Zeit. Vorweg, ich habe jetzt auf die Gewinner geantwortet unter dem letzten Video und die Gewinne einfach bei mir möglichst schnell abholen, am besten Discord kontaktieren, damit wir einen Termin abmachen können, wann ihr eure Sachen holen könnt. Genau, es gibt jetzt die Clown Crate, die Eye Crate und die Ghost Crate, alles weiß gehalten. Wir sehen hier die Inhalte, ist gar nicht so krass, finde ich, bis auf die Spawner tatsächlich. Und mittlerweile ist ja leider eh nicht mehr wirklich was wert, meiner Meinung nach, weil man sehr schnell an Coins etc. dran kommt. Aber drei Rang-Upgrades kann man mal machen und hier die AMS-Grades, heilige Scheiße, die sind auf jeden Fall OP. In den Legendary 3 Supply-Drops gibt es noch nicht so viel, in The End is Near-Grades, ja holy shit, viel Spaß. Zum Glück hatte ich da tatsächlich noch nicht so viel aktuell in der AMS drin. Ich würde sagen, fangen wir mit den klassischen Standard-Dings an. Ich versuche allerdings jetzt erstmal, ich würde gerne wissen, wie macht man jetzt den AMS, den Spawner-Coinflip. Naja, versuchen wir jetzt erstmal was Geiles aus den Crates zu ziehen. Das ist hier noch, ich habe so viel drinne, das ist unnormal. Ich denke, wir machen das mit Open All. Ja, grundsätzlich muss ich sagen, Endfight, diese Version hat mir ziemlich gefallen eigentlich. Ich war ja anfangs ziemlich kritisch gegenüber, aber nach einer Zeit hat sich das, finde ich, tatsächlich gebessert. Ich weiß nicht, woher das kam, ob dann doch die Sucht gekickt hat oder nicht. Ehrlich gesagt, hat mir da irgendwie ein bisschen dieses Feeling trotzdem gefehlt. Trotzdem war es irgendwie wieder cool. Endfight, Klassiker. Haben ja viele wieder gefeiert. Danke für den Support an dieser Stelle nochmal. Und finde ich auf jeden Fall cool. Ja. Die Crates bisher geben nicht wirklich was. Da können wir Open All durchballern wie sonst was. Wir kriegen Spawner, kriegen Coins und dementsprechende Crates. Also wie ihr seht, so krass sind die tatsächlich nicht. Ich hoffe, euch stört das nicht, dass ich die jetzt wegtue. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, Freitag 19 Uhr kommt das Loop.yt-Update online. Also kommt da gerne mal auf den Server drauf. Die Clown Crate gönnt auch nicht wirklich, bis auf die Monster Spawner und die Coins und die weiteren Crates. Da finde ich die Clown Crate sogar bisher am schlechtesten. Clown. Ja, kann man sich vielleicht denken. Spaß am Rande. Und ich würde sagen, kommen wir langsam auch direkt schon zu den dicken Fischen. Ich weiß, ich mache mal sicherheitshalber ein 16er-Pack von den AMS-Crates auf. Weil es wäre doch ziemlich schade, wenn ich jetzt ja, tatsächlich dann so viele Spawner verlieren würde. Und es erscheint sich als clever, aber ich glaube, die 32er könnte man trotzdem durchballern. Aber ich mach mal sicherheitshalber lieber nicht. Und yes. Trotzdem, wie gesagt, wann denkt ihr, kommt der Reset? Wie hat euch Endfight in dieser Version bisher gefallen? Was wünscht ihr euch noch? Ich persönlich wünsche mir immer noch aktiveres Team. Also da gibt es da vereinzelte Leute, die wirklich immer aktiv sind. Aber das sind tatsächlich auch nicht so viele. Oder ist es so eine Täuschung gegenüber? Ich habe keine Ahnung. Da könnt ihr mich gerne auf jeden Fall
verbessern. Ansonsten gibt es auch heute in dem Video natürlich wieder eine kleine Verlosung. Einfach natürlich dranbleiben. Und ja, die letzten 16 AMS 3 Crates. Wir sehen, wir haben jetzt gut Spawner hier rausbekommen. Ich kann ja mal gucken, wie viel ich jetzt plus gemacht habe. Ja, 10k tatsächlich, aber wir haben ja noch nicht die dicken Fische aufgemacht. Dann würde ich mal sagen, einer gewinnt auf jeden Fall 3 Legendary, 3 Flares und dementsprechend 3 100% Keys. Ja, und noch die Legendary Flare kann ich auch dazu tun. Und ja, spawnen wir die mal einfach. Ich bin echt gespannt, ob da noch was wirklich Relevantes, Gutes rauskommen kann. Ich habe da meine Zweifel. Und ja, okay, wir sehen hier zig Gutscheine von Coins und Spawnern. Ansonsten auch wieder nur Crates. Das Ganze clear ich jetzt mal nicht, denn das ist immer so ein Riesenaufwand. Das ist echt immer so krass zeittötend und dementsprechend entschuldigt mir das. Ja, bisher nur hier, wie gesagt, Spawner am S-Upgrade und Coins fand ich die bisher noch nicht so gut. Und wir sehen hier, ja, ist okay, ne, man kann sich nicht beschweren, ist halt nur eine Legendary Flare. Aber man erwünscht sich, glaube ich, schon mehr, wenn das Ende ja schon so nah ist. Wir sind nur noch bei 3,9 Milliarden Coins und ich würde sagen, machen wir mal die The End is Near Crate auf mit Animation. Mal gucken, was rauskommt. Und wir sehen hier auch, man kriegt Perma AMS Boost. Also nicht Perma, aber lange AMS Boost. Wenn man zum Beispiel hier auch Cellwaffe 3000 Prozent bekommt für einen Tag. Chillig, da kann ich endlich mal die Mine durchschwitzen. Und ich würde sagen, die andere The End is Near Crate verlose ich auch an einen Gewinner. Das Ganze, was ihr tun müsst, ist wie immer abonnieren, liken, die Glocke aktivieren und euren Ingame-Namen in die Kommentare schreiben. Plus dazu irgendeine Nachricht wie Hallo oder sowas. Hauptsache nichts Beleidigendes und so. Ihr könnt gerne mit mehreren Accounts teilnehmen, aber ein Minecraft-Account, ein YouTube-Account. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Und ja, ansonsten an die Gewinner bitte abholen, bitte melden. Und Junge, Junge, ich habe noch so viele AMS-Boosts. Ich würde euch jetzt auch gerne zeigen, wie das geht mit dem CF. Ich gehe mal schnell an den Spawn, nicht ist da beim Casino dann dieser Spawner Coinflip ist. Ansonsten eventuell hänge ich das hier hinten dran. Oder ihr müsst dementsprechend warten. Okay, man sieht hier 25 Milliarden Coins. Also, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Gucken wir nochmal. Nee. Also, ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. So, aber schon nochmal schnell die Spawner. Ah, okay. Nee, jetzt habe ich gerade die Nachricht bekommen, wie es funktioniert. Auf jeden Fall sehr professionell wieder am Start. Und, so. SFC 250.000. Zack, zack, zack. Nice. 250k Spawner CF kommt für Video. Ja, hoffe ich mal, dass jetzt irgendwie noch reingeht. Da zieht sich das Video halt, aber ist ja auch nicht schlimm. Die Endfight-Videos sind meistens ja eh immer uncut. Nur kleiner für Video. Hab eh nicht viel. Ja, dementsprechend hoffe ich, dass der jetzt noch reingeht. Sonst bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen. Wenn ihr nicht an der Verlosung teilnehmt, lasst trotzdem sehr gerne ein Like da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten, ja, sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Spiel mehr auf Endfight, lol. Mal gucken, ne? Und ihr wisst Bescheid, Luke Y.T. Freitag 19 Uhr, Schleichwerbung. Nebenbei am Rande, anscheinend hat hier keiner Bock auf den Spawner Coinflip. Okay, wir sind hier 100k, gehen wir da einfach mal rein, wenn bei mir keiner reinkommt. Naja, nicht mein Problem. Aber den Spawner CF gewinnen wir. Ja, cool, haben mit 198.000 Spawner gewonnen. Wieder einen Abzug von 2%. Ist ja okay. Kann man sich beschweren. Und dann war es jetzt wirklich mit dem Video. Haut rein. Euer Luke. Und ciao.